Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zu Kulturcheck. Wie Sie sehen, befinde ich mich gerade in einem Atelier, denn wir treffen heute in Wiesbaden die Künstlerin Tanja Bergmann. Und ich werde Sie unter anderem fragen, wie es dazu kam, dass ein Werk von ihr nun im Museum für zeitgenössische Kunst in Peking hängt. Und außerdem sehen Sie das noch bei uns. Dialog der Meisterwerke. Städel-Museum zeigt herausragende Kunstobjekte. Geschmacksfrage. Max-Planck-Institut untersucht unser ästhetisches Empfinden. Happy Birthday. John Baldessari entwirft eigene Serie fürs Städel. Wir sind diesmal bei der Wiesbadener Malerin Tanja Bergmann zu Besuch. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Und bevor wir jetzt mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren, hier erstmal ein kleiner Vorgeschmack. Sinnlich erfahrbar machen, wie sehr alles mit allem verbunden ist. Davon erzählen die Bilder der in Wiesbaden lebenden Künstlerin Tanja Bergmann. Für ihre Gemälde verwendet die Künstlerin meist reine Pigmente, denn nur so bekommen die Bilder später ihre besondere Leuchtkraft. Bergmann, die in Berlin Publizistik, Sinologie und Lateinamerikanistik mit den Schwerpunkten Film, Kunst und Kultur studierte, malt seit ihrer Jugend. Da sie ihre Bilder meist sofort verkaufte, stellte sie ihre Werke bislang fast nie öffentlich aus. Doch das hat sich inzwischen geändert. Kürzlich war sie mit ihren Bildern sogar im Museum für zeitgenössische Kunst in Peking vertreten. Eines davon hängt jetzt sogar dauerhaft dort. Auch ihre nächste internationale Ausstellung ist bereits in Vorbereitung. Und die wird sie nach Florida, genauer gesagt nach Miami führen. Ja, dann haben wir jetzt ja schon mal einen Eindruck gekriegt von Ihrer Kunst. Können Sie uns denn was zu dem Bild vielleicht mal erzählen? Ja, sehr gerne. Also dieses Bild ist in dieser Fresko-Technik gemalt. Dafür benutze ich ganz reine Pigmente, unverschnitten, nur mit Sinterwasser angerührt, habe dafür einen speziellen Untergrund entwickelt, damit es trotzdem hält. Und das ist die Technik, zur Technik. Dadurch, ich hoffe, das kann man überhaupt digital vermitteln, haben die Farben eine große Tiefe und Wärme. Ja, und man kann aber an diesem Bild auch sehr gut sehen, das, was mir wichtig ist, dass ein Körper, in dem Fall eben diese Frau, schon in den Konturen zu erkennen ist, aber sich mit dem umgebenden Raum vermischt. Und dann tritt in dem Fall jetzt ein Tier dazu, diese Gazelle. Und in der Wahrnehmung, wie ich durch die Welt gehe, sehe ich immer diese Ähnlichkeiten der Linien. Diese Rundungen von Nacken, die Arme, Rückgrat. Und ich finde, diese Entsprechung der Linien berührt mich und man sieht, wie ähnlich alles in der Natur ist. Es ist im Grunde eine einzige ununterbrochene Bewegung und das versuche ich eben mal besser, mal weniger gut in meinen Bildern auszudrücken. Ja, sieht auf jeden Fall sehr toll aus. Haben Sie da immer Modelle, also jetzt vielleicht auch für die Menschen, oder malen Sie das alles aus dem Gedächtnis quasi? Ach, ja, Modelle, manchmal gefällt einem eine Fotografie oder ich entwickle das beim Zeichnen und spiele natürlich auch mit den Linien, aber manchmal sehe ich es einfach. Dann ist man irgendwo und sieht das und sieht dann vielleicht auch wirklich das Tier dazu. Und, oder wenn es zwei Menschen sind, die Konturen des einen Körpers breche ich auf, die des anderen auch. Und dann passiert das eigentlich von alleine, dass diese Linien sich verbinden und es entsteht etwas, was sozusagen über dem Ganzen steht, über den beiden steht. Und ich habe das Gefühl, das hat dann auch was mit Rhythmus zu tun. Ein bisschen wie in der Musik. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt stimmt es, dann habe ich, denke ich immer, jetzt groovt es, jetzt läuft es, jetzt beginnt aus diesen einzelnen Figuren eins zu werden. Schön, also die Bilder haben auch eine Leuchtkraft, eine Farbkraft. Es ist auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Ja, danke, das freut mich. Ja. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten Beitrag. 200 Jahre Städel, ein Geburtstag, der nicht nur im Frühjahr mit einem Bürgerfest groß gefeiert wurde, das Museum wartet auch mit einer ganzen Reihe besonderer Ausstellungen auf. Eine davon heißt Dialog der Meisterwerke und was es damit auf sich hat, das sehen Sie hier.
Das Städel Frankfurt feiert sein 200. Jubiläum und eingeladen sind die ganz großen Stars. Namen wie Vermeer, Picasso, Beckmann oder Dix stehen auf der Gästeliste. Deren Werke werden in der Sonderausstellung Dialog der Meisterwerke auf ganz besondere Weise in die Sammlung des Städels integriert. Das ist wahrscheinlich die größte Ausstellung, die wir hier in der Geschichte des Städels überhaupt gemacht haben. Sie erstreckt sich über alle Sammlungs-, über alle Galerieräume des Städels. 65 Hauptwerke aus den größten Museen, aus den größten Sammlungen der Welt kommen jetzt hier für 3,5 Monate aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums des Städels nach Frankfurt. Und diese Meisterwerke treten in einen Dialog mit den beliebtesten, mit den bedeutendsten Werken, die der Städel in seiner Sammlung hat. Bei diesem Dialog werden nicht etwa Äpfel mit Birnen verglichen, vielmehr wird zusammengeführt, was zusammengehört. Entweder aufgrund des Motivs, der Dramatik in der Darstellung oder schlicht, weil die Werke vom selben Künstler stammen. Bei mancher Paarung erschließt sich dem Laien der Zusammenhang vielleicht nicht sofort. Ich habe mich eben auf die Suche nach einem Werk begeben, das nun in besonders enger Weise auf unser Werk, auf Botticellis Simonetta, auf das, was ich immer die Mona Lisa des Städel-Museums nenne, reagiert. Ich bin dabei auf eins der Hauptwerke der Tate Britain gestoßen, nämlich Fatius Mistress, so heißt dieses Bild. Dieses kleinformatige weibliche Bildnis von Rossetti, in dem er sich eben mit unserem Bild ganz unmittelbar auseinandersetzt, indem er sozusagen dieses Ideal weiblicher Schönheit, das Botticelli hier im Frankfurter Bild entwickelt hat, aufgreift und sozusagen in die Sprache seiner Zeit übersetzt. Eine solche Ansammlung bedeutender Werke wird es so schnell in Frankfurt wohl nicht mehr zu bewundern geben. Entsprechend stolz ist man auch über die Leistung, so viele Hochkaräter ins Städel geholt zu haben. Wir wollten die Gunst der Stunde hier wirklich nutzen. 200 Jahre Jubiläum hat man nicht alle Tage. Und insofern bei so einem Jubiläum wagten wir es einmal, wirklich die absoluten Spitzenwerke, die Hauptwerke aus den anderen Sammlungen hierher anzufragen. Ich denke, dass die große Resonanz, die wir erfahren haben, das, was jetzt hier nach Frankfurt gekommen ist, ist auch ein Ausdruck des Respekts und der Anerkennung für das Städel, für die Bedeutung, die dieses Museum hat in der internationalen Museumslandschaft, als auch für die ganz besondere Idee dieser Ausstellung. Wer sich nun diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen will, kann die Ausstellung noch bis zum 24. Januar 2016 bewundern. Wie sind Sie denn eigentlich ursprünglich zur Malerei gekommen? Das weiß ich eigentlich nicht, weil in meiner Erinnerung habe ich immer gemalt. Vermutlich war ich sehr, sehr klein. Meine andere Vermutung ist, dass es vielleicht an meiner Mutter liegt, weil wir immer Material hatten. Stoffe, Farben, Kleber. Also wir durften sehr oft wirklich kreativ sein. Das hat mich sicherlich ermuntert. Und mein Lehrer von Malotki, selber ein Schüler von Beuys, der einen so freien Kunstunterricht gemacht hat und uns wirklich die Augen geöffnet hat für viele Dinge und eben auch diese Freiheit, dass man probiert hat und Fehler machen durfte. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, das ist meine bestimmte Art, Dinge wahrzunehmen, was ich eben an dem Bild erklärt habe, das ist eben dieses, dass ich diese gemeinsamen Linien sehe, in den Hügeln, in den Menschen, in den Tieren, in den Bäumen. Und vielleicht doch noch ein vierter Punkt, das sind andere Künstler. An erster Stelle Poussin, Michelangelo auch, aber auch Rodin, die eben unter vielen anderen Beispielen, aber sicherlich zu den Künstlern gehören, die eben diese bestimmte Art der Wahrnehmung auch, da sieht man einfach, natürlich ist der Körper ausgearbeitet, aber im Prinzip sehen die immer das Ganze und es wird wie so ein Tableau. Und das fasziniert mich sehr. Es gibt ja Künstler, die sehen mehr auf die Farben, die sehen mehr die Flächen und bei mir sind es eher, würde ich sagen, ich bin eine Choreografin der Linien. Schöner Ausdruck. Ja, ein Bild von Ihnen hängt mittlerweile sogar im Museum für zeitgenössische Kunst in Peking. Wie es dazu kam, werden wir dann auch später noch von Ihnen erfahren. Aber jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Beitrag. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, aber forschen. Frankfurter Wissenschaftler wollen nun ganz objektiv herausfinden, warum wir etwas schön finden oder eben nicht. Kürzlich wurde das neue Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik eröffnet und mein Kollege Lothar Eichhorn war dabei. Thank you.
André Werners Black Noise 2, eine Komposition für Countertenor, Kammerensemble und Live-Elektronik, uraufgeführt zur Eröffnung des neuen Max-Planck-Institutes für empirische Ästhetik. In ihrem zunächst auf 5 Jahre angelegten, provisorischen neuen Zuhause hier im Frankfurter Westend erforschen rund 90 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was, wem, warum und unter welchen Bedingungen gefällt und welche Funktionen ästhetische Vorlieben und Praktiken für den Einzelnen und die Gesellschaft haben. Mit ihrer interdisziplinären Herangehensweise versucht empirische Ästhetik einen Brückenschlag. Sie verbindet bei ihren Studien die Anregungen aus den Kultur- und Geisteswissenschaften mit Ansätzen aus der Biologie und der Hirnforschung. Wir fragen nach den Grundlagen der Prozesse und Mechanismen, die am Ende dazu führen, dass wir etwas ästhetisch mögen. Schön finden, interessant finden, spannend finden, hinreißend, bewegend, enthusiasmierend und so weiter und so weiter. Das heißt, wir fragen nicht nur nach den Bewertungen, nach den Reaktionen, sondern wir suchen danach, was passiert in unserem Körper auch, was passiert mit unserem Herzschlag, mit unserem Hautleitwiderstand, was passiert in unserem Kopf, so dass wir am Ende dieses Gefühl davon haben. Neben der klassischen Werkanalyse und der Rezipientenbefragung steht den Forschern des Instituts eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Highspeed-Kamera ist eine davon. Sie erfasst die Augenbewegungen beim Anschauen eines Bildes oder dem Lesen eines Textes im Eye-Tracking-Labor mit 1000 Bildern pro Sekunde. Ich kann das Wort nicht vergessen. Ich weiß, du liebst mich nicht mehr. Wir sammeln jetzt, grob gesagt, ganz viele Antwortdimensionen. Das heißt, die subjektiven, die physiologischen und dann auch die neuronalen. Und dann ist die große Aufgabe zu sehen, wie hängen die zusammen. Wie sagt eins das andere vorher? Wie können wir das in ein Modell integrieren? Das ist die große Herausforderung. Die Daten werden ja unendlich multipliziert durch die Methoden der modernen Wissenschaft. Die Messung der Hirnströme mittels Elektroenzephalographie gehört ebenfalls zum Repertoire des Max-Planck-Institutes für empirische Ästhetik. So dient das EEG zurzeit etwa den Musikwissenschaftlern des Instituts bei der Annäherung an ein altes musiktheoretisches Problem. Wir untersuchen hier schöne Stellen in der Musik. Wenn man davon ausgeht, dass Musik nicht kontinuierlich und ohne Unterbrechung schön empfunden wird, wollen wir halt schauen, wo sind denn diese schönen Stellen und was passiert, wenn Menschen diese von ihnen selbst ausgewählten und identifizierten schönen Stellen hören. Die Hirnaktivität beim Hören der ganz persönlichen Lieblingsstellen wird verglichen mit derjenigen bei zahlreichen Kontrollausschnitten aus allen musikalischen Stilrichtungen, die anschließend ebenfalls von der Versuchsperson bewertet werden. All dies machen wir, um ein wenig dem auf die Spur zu kommen, wie Musik im Allgemeinen überhaupt bewertet wird. Oftmals ist es ja womöglich eigentlich nur die schöne Stelle, weswegen vielleicht jemand eine besondere Arie hört, oder vielleicht ist es nur diese schöne eine Arie mit diesen schönen Stellen, weswegen wir überhaupt uns eben 3 Stunden in die Oper setzen. Einen ganz besonderen Stellenwert soll künftig auch die Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden einnehmen. Als willkommenes Korrektiv gegen die methodischen Beschränkungen, die der empirischen Herangehensweise zwangsläufig innewohnen. Künstler wie die Musiker des Ensemble Modern sind deshalb zur Mitarbeit und zur Durchführung eigener Forschungen am Institut ausdrücklich eingeladen. Sie hatten kürzlich eine Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst in Peking. Wie kam es denn zu dieser Ausstellung? Ich würde sagen, das ist ein typischer Fall für zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Galerie bräuchte, weil ich Lust hatte, einfach jetzt im größeren Rahmen auszustellen, und habe ein bisschen recherchiert, und dann habe ich im Internet die Peschman Gallery entdeckt, weil die international so gut aufgestellt sind. Und habe dort angerufen, und die sehr sympathische, offene Managerin Sarah Hasson war auch sehr interessiert und hat gesagt, schicken Sie mal Fotos. Und dann hat es ein Weilchen gedauert, und dann kam sie aber hierher und hat sich meine Sachen angeguckt im Original und hat dann sehr schnell gesagt, dass sie, vor allen Dingen der Direktor, Herr Noor Nouri der Peschman Gallery, mit einer ziemlich langen Vorlaufzeit von, ich glaube, 2 Jahren diese Ausstellung kuratiert hat, zusammen mit dem Direktor des Museums für zeitgenössische Kunst in Peking. Und es ist eine große Gemeinschaftsausstellung von Künstlern aus China, aus Amerika, aus Europa, aus Asien, also auch jetzt nicht nur China und Japan, sondern eben auch Iran und Israel. Ja, und meine Bilder schienen einfach in das Konzept zu passen, und ich würde sagen, das hat sich vor Ort auch bestätigt. Nämlich eines von den Bildern ist jetzt sogar in die Dauerausstellung des Museums gewandert und wurde vom Museum quasi übernommen. Welches ist denn das und wie kam es dazu? Das ist das Bild, was den Namen Freiheit trägt. Das ist ein Bild, was sehr stark aufgelöst ist. Ich habe oft erlebt, dass die Menschen es gar nicht erkannt haben, was ich gemalt habe. Das ist nämlich eine Frau, eine Figur, die mit aller Kraft vom Boden sich abdrückt und springt. Und ich war selber überrascht, dass es dort in Peking jeder sofort gesehen hat. Es hat jeder sofort diese Figur erkannt. Und 2 Leute hatten sogar Tränen in den Augen und waren wirklich gerührt. Und das war für mich natürlich schön. Und dass dann am Ende sich das Museum dieses Bild ausgesucht hat, hat mich wirklich sehr gefreut. Das ist natürlich toll. Das war Ihre erste richtig große internationale Ausstellung. Ja. Genau. Das ist natürlich toll. Aber das nächste internationale Projekt steht auch schon an. Sie werden auf der Kunstmesse in Miami vertreten sein. Ja, das wird bestimmt sehr spannend, ja, weil, wie man weiß, ist ja wirklich dort an zeitgenössischer Kunst so ziemlich alles zu sehen, wirklich sehr, sehr viel zu sehen. Ich glaube, es gibt über 20 große Kunstmessen, und ich bin selber sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich dann eben auch wirklich, Anregungen aus jeder Ecke zu bekommen, und bin auch sehr gespannt, wie dann meine Bilder dort aufgenommen werden. Es ist bestimmt eine gute Erfahrung. Ich bin gespannt. Und Sie bereiten nicht nur diese Kunstmesse in Miami gerade vor, Sie betreuen auch noch ein anderes total spannendes Projekt, und darüber werden wir auch gleich noch mehr erfahren. Aber vorher gebe ich erst einmal kurz in die Werbung ab. Sie betreuen seit einiger Zeit einen Malkurs für Flüchtlingskinder. Wie kam es denn dazu? Ich habe ja schon innerhalb meiner Malschule viel mit Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen gearbeitet. Und mit den Flüchtlingskindern und Jugendlichen, das kam so, dass vor einem Jahr, als die ersten Bilder im Fernsehen zu sehen waren, von immer diese Räume mit den Personen, die dann auf diesen Überstandsbetten sitzen, und man hatte das Gefühl, denen ist einfach auch furchtbar langweilig. Und dann bin ich an einem Tag einfach spontan zum Amt für Grundsicherung und Flüchtlingswesen, heißt das Amt in Wiesbaden, und hatte angeboten, Malkurse zu machen, weil ich noch so viel Material habe und Farben. Und dann hat es relativ lange gedauert. In der Zwischenzeit kam das dann mit Peking, bis es hieß, ja, jetzt haben wir auch die Ruhe, und wir haben hier bei Ihnen in der Nähe, Syrer waren das, und ja, und dann ging das sehr schnell. Ich habe die dann kennengelernt, wir haben die zu uns nach Hause eingeladen, und
dann ist ein sehr schöner Kurs entstanden, in dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Syrien, aus Afghanistan, und es kamen aber eben auch viele aus dem Ort dabei oder auch aus dem weiteren Umfeld von Wiesbaden, Deutsche oder die eben schon lange in Deutschland leben. Und so ist es wirklich ein integratives Projekt geworden. Und wir arbeiten alle an einem großen Projekt zusammen. Das ist ja super, das hört sich total toll an. Und was machen Sie mit den Jugendlichen oder allen, die im Kurs da zusammenkommen genau? Ich habe mein Konzept sehr oft gewechselt, weil ich wirklich gerne auch offen bleiben wollte für das, was denn auch so kam. Und ich dachte erst, dass es eigentlich Kinder sein würden und war überrascht, dass es vor allem junge Männer waren und sind. Und habe deswegen mit Holz angefangen zu arbeiten. Und wir werden also auch Skulpturen herstellen, sind da auch schon dabei. Und dann hat sich mit der Zeit aber herausgestellt, dass die auch sehr gerne zeichnen, auch sehr gut zeichnen. Und dann über die, man lernt sich ja kennen und man merkt, was ist denn, was könnte ein Projekt, es ging ja darüber hinaus, einfach nur aus Spaß zu arbeiten oder vielleicht auch Erlebtes, sich von der Seele zu malen oder, sondern es ging dann eben plötzlich auch darum, eine Ausstellung machen zu dürfen. Und dann haben wir natürlich zusammen auch überlegt, was könnte alle interessieren, die sowohl im Raum zusammenarbeiten, als auch die, die sich das später anschauen sollen. Und ich glaube, es ist was, eine sehr schöne Idee, die hoffentlich auch auf eine sehr schöne Art umgesetzt wird. Und es geht um Zerstörung, Zusammenbruch, Zeit der Besinnung, der Ruhe, der Neuausrichtung, des Wiederaufstehens und des Zusammenstehens. Und ich finde, während man das sagt, merkt man schon, das betrifft natürlich, weiß Gott, nicht nur die Flüchtlinge, sondern jeder hat so etwas mal in seinem Leben. Und dadurch kann man wirklich zusammen an dem Projekt arbeiten und es kommen so viele Anregungen von jedem. Die Jüngste ist im Moment 11 und die Älteste ist sicherlich an die 60. Und das ist eine tolle Situation. Toll, super. Und jetzt werden sogar die Bilder in einer Ausstellung in Hamburg präsentiert werden. Wann wird das der Fall sein und wie kam es zu dieser Ausstellung? Das wird am 24. Januar in Hamburg in den Räumen der Peschman Gallery sein, die mich ja auch vertritt. Und die haben mir es angeboten, weil sie das Projekt erstens wirklich mögen und auch aus eigenem Erleben. Der Direktor Henouri ist als Jugendliche aus dem Iran geflohen und die junge Managerin Zara Hasson ist aus dem Irak, auch im Alter von 12, 13 Jahren geflohen. Und beide wollen im Grunde auch mit diesem Non-Profit-Projekt weitergeben, dass sie den Flüchtlingskindern und Jugendlichen auch Mut machen wollen. Ich finde das wirklich ganz super. Das ist wirklich ein ganz wichtiges und unterstützenswertes Projekt. Wird das denn weitergehen nach der Ausstellung? Ich hoffe ja, dass es eine Wanderausstellung sein wird, da sie auch als eine offene Ausstellung geplant ist. Das heißt, wer im Laufe der Zeit dazukommt, ist herzlich willkommen mitzumachen. Und so ist es auch wirklich entstanden. Es kam eine Wiesbadener Künstlerin dazu, es kam eine junge Juristin dazu, verschiedenste Menschen, alle mit ihren Qualitäten, Schüler. Und da die natürlich alle aus Hessen kommen, wäre es nur logisch, dass wir noch einen schönen Raum hier finden, dann ab Ende Februar, Anfang März und das nochmal hier ausstellen können. Das würde mich freuen. Dann drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen, dass das klappt und ja, alles Gute für das Projekt. Danke. Und nun kommen wir zum letzten Beitrag für diese Sendung und damit zurück zum Städel-Jubiläumsjahr. Einer der einflussreichsten zeitgenössischen US-Künstler, John Baldessari, hat zu den Werken der Städel-Sammlung eine eigene Serie entwickelt und die wird nun in der Ausstellung The Städel Paintings präsentiert. Auf der einen Seite der Städel-Klassiker, prunkste Leben mit Früchtenpastete und Trinkgeschirr aus dem Jahr 1651. Auf der anderen Seite das, was John Baldessari aus dem Gemälde der museumseigenen Sammlung gemacht hat.
Anlässlich des Jubiläumsjahres hat der US-Künstler Bezug auf einzelne Bilder des Museums genommen und eine eigene Serie kreiert. Das Ergebnis sind 16 großformatige Collagen. Wir haben John Baldessari so eine Art Carte Blanche gegeben. Er durfte eben im Jubiläumsjahr ein Projekt realisieren mit in über der Sammlung. Und was dabei rauskam, wie gesagt, war kein Auftrag, sondern einfach eine sehr spannende Idee seinerseits. Er hat 16 Bilder aus der Städtelsammlung ausgewählt, hat in diesen Bildern für ihn wichtige, spezifische Details ausgesondert, hat diese dann übermalt, an sozusagen strategisch wichtigen Punkten eben sagen, ganz flächige Hard-Edge-Malerei darüber gelegt und dann im letzten Schritt diese Fotografie- und Malerei-Geschichte wiederum konfrontiert mit gefundenen und zum Teil auch erfundenen Drehbüchern. Die Sätze gehen hierbei eine neue Verbindung mit den Abbildungen ein. Für John Baldessari ist diese in den Städel-Paintings umgesetzte Kombination aus Bild und Text typisch. 1961 in Kalifornien geboren, zählt der heute 86-Jährige zu den wichtigsten Künstlern der amerikanischen Konzept- und Medienkunst. John Baldessari ist einer der wirklich wichtigen amerikanischen Künstler, nicht der Westküste, nicht sozusagen des klassischen New Yorker Kunstbetriebs, sondern eben einer der Hauptvertreter, vielleicht sogar einer der Erfinder neben Kienholz oder neben Ed Rushy, der West Coast Kunst, die sich eben unterscheidet von der Konzeptkunst New Yorker Prägung über ihren Bezug zu Hollywood, zur Filmindustrie, aber auch über ihre etwas leichtere und ironischere und vielleicht nicht ganz, ganz so bierernste Lexikon-Theorie. Die Bilder zeugten von Respekt und Ironie gegenüber der Malereigeschichte gleichermaßen, so Kurator Martin Engler. Sie provozierten ein Gegen- und Miteinander, das alte wie neue Kunst gleichermaßen befrage und so neu sichtbar werden lasse. Kurzum eine ganz besondere Würdigung der Städel-Sammlung zum 200. Geburtstag. Ja, jetzt sind wir leider schon fast am Ende der Sendung. Wann geht's denn für Sie und Ihre Bilder nach Miami? Erstmal geht es morgen nach Hamburg und einen Teil der Bilder, die jetzt hier stehen, nehme ich mit. Viele sind aber schon in Hamburg. Und dann ist diese Messe in Miami, geht in der Woche vom 1. bis 6. Dezember. Da werde ich dann dort sein. Dann wünsche ich Ihnen dafür alles, alles Gute. Danke. Und vielen Dank, dass wir Sie heute besuchen durften. Es hat My wirklich pleasure. Ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Genau. Und wir, liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in 4 Wochen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und alles Gute.